in the game. Ein weiteres Indie-Game und jetzt Test. Und damit offiziell willkommen für YouTube nochmal. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Test. So Let's Test Cloud Climber. Scheinbar von Two Stars Games 2020 erstellt. Ist ein relativ neues Spiel. Settings. Wir wollen hier epische Qualität. Okay. Dann spielen wir mal. Starten wir das Spiel. Okay, was ist hier los? Another day has arrived. I must get my water before going to work. Ah, da brauchen wir natürlich einen Schlüssel für. Okay, hier haben wir einen Eimer Wasser. Ein Text auf Englisch. LMB, ach, Left Mouse Button. Ich habe mich gerade gefragt, was LMB, Left Mouse Button. Logisch. Tür ist fest verschlossen. Die ist offen. Oi. Construction on the last tower stopped weeks ago. I can only assume that the builders have met their fate by now. I believe it's safe enough for me to go and continue building higher yet from where they left off. Beautiful papers, meist ebenfalls fantastisch. The other two towers. Gibt's auch eine Demo zu? I'm sure I can find a way. Gibt's zu Beautiful Papers, meist ohne Demo? Aber ja, das ist wirklich schön hier, der Zeichenstil hier. Das gezeichnet hier schön, das sieht ja. Mir gefällt's. Mir gefällt es jetzt schon. Allein schon hier, wenn ich mir das Haus hier anschaue. Das sieht nicht übel aus. Tut mir gefallen. Okay. Interessant, hier haben wir einen Eimer. Wir haben noch einen Eimer im Inventar. Können wir den vielleicht. Haben wir doch mitgenommen, oder? Können wir vielleicht dort ausschütten? Den brauchen wir den noch irgendwo für. Gibt es noch einen Zettel? Das sollten wir uns eigentlich durchlesen. Ja, da geht es um den Bau des Turmes. Höher und höher, höher und höher ist er gegangen, der Turm. Wer sich genau durchlesen will, muss mal kurz pausieren auf YouTube. Habt ihr den quasi Teil 2 geschickt? Ach, das ist Teil 2. Okay. Oder was? Geht's auch nochmal rein? Hübsch. Können wir auch nochmal hoch. Ach, wir sind schon auf so einem Arzt-Tower. Wir sind schon auf dem Parallelturm. Aber den sind wir am Bauen. Das ist der Turm, den wir bauen wollen. Das ist nur so ein Arbeiterhaus. Bauturm. Das sind wir vielleicht rein. Wenn wir können. Können wir nicht. Die Tür ist fest verschlossen. Okay, ich habe eine Säge. Können wir die bitte nehmen? Bucket of Water haben wir im Inventar. Ach so, mit E, genau. Haben wir einen Schlüssel. Ich weiß auch schon, wo der passt, der Schlüssel. Da hoch können wir nicht. Bridge Door Key, der heißt sogar schon so. Dann eine rote Flagge. Na, sehr schön. Bisher hier wirklich top. Tut mir gefallen. Mit Storm Key was boost. Ein Smiley.
das, der 100. Jahresarbeit der, des, der, des, der Turmbildung. Jahre ago. Okay. It's been quite some time since I was on the second tower. Es dauert noch 200 Jahre, bis er fertig ist. Und es ist 100 Jahre her. Seit wir begonnen haben. Just like all the other towers, its inhabitants quickly grew desperate and aggressive. Now it stands empty. Mhm. Wer sich durchlesen will, mag es sich durchlesen. Hab keinen Bock. Hab keinen Bock auf Englisch. Da du die Texte nicht lesen wirst, Menschheit leidet unter Wassermangel. Paar Familien dachten sich, Wolken sind Wasser, lass hochbauen. Und nach mehreren Inzest-Generationen bist du jetzt praktisch allein da. Greifst nach den Wolken, weil es seit hunderten von Jahren nicht mehr geregnet hat. Okay. Und wir bauen einen Turm. Wir bauen uns, also wir sind allein da und bauen uns immer höher und immer höher und immer höher. Um halt an die Wasservorräte ranzukommen und halt irgendwie, um zu überleben. Wie, deshalb haben wir auch einen Wassereimer in unserem Zimmer. Backed of Water haben wir hier auch mit uns dabei. Darum geht's uns. Hier steht's auch nochmal. If it rained, no, auf dem Building. Und das mit der Großmutter. Ja. Install the rope card on this level to get to the third tower. Hier ist noch eine Truhe, da brauchen wir wahrscheinlich Schlüssel erstmal für. To get across. Hier gibt es nochmal einen kleinen Zettel. Aha, okay. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Den es hier wahrscheinlich irgendwo oben gibt. Schätze mal hier, die Wendetreppe hoch. Sehr hübsch. Okay, den Schlüssel sehe ich hier noch nicht. Noch kein Key hier. Kisten auch nicht. Okay, den Thronschlüssel kriegen wir wohl erstmal hier nicht. Müssen wir erstmal noch suchen. Und Night in River Rager ist quasi Beautiful Paper Smile 2. Wenn du fragtest, ist Horror. Ah, okay. Das hier ist aber nicht Horror. Das sehe ich doch. Das wird mich stark wundern. Dass er als Horror angezeigt wird, als Horror genommen wird, dann weiß ich auch nicht mehr. I could almost call this place beautiful if these dust storms weren't so sunny. Vielleicht passiert noch was, aber das ist ja bisher sehe ich da hier keine Horrorelemente drin. I hope I find what I'm looking for at the fourth tower. Erstmal gucken wir nach einem Schlüssel. Das ist das, wo ich gerade vorlucke. Ein Thronschlüssel. Wir haben noch einen Zettel. Das erzählt halt die ganze Geschichte hier. Was passiert ist. Was bisher geschah. Okay. Ersparen wir uns den Weg drumherum. Gehen weiter hoch. Auch diese Truhe können wir nicht öffnen, weil wir keinen Schlüssel haben. Okay, hier können wir über die Brücke rüber. Looks like I'll need to fix this bridge. Stick of planks required. Okay, dann müssen wir Sticks of planks holen. Bretter. Ah, sehr schön. Hier sind Bretter. Können wir die Brücke reparieren.
Doch klar, Slenderman klettert seit Generationen Turm Nummer 5 hoch. Ja. Alles klar. Stick of Pain is where you used. I believe that I'm the last one here. I never thought it would end like this. It's a Turm. Makes you wonder what the whole point was in the first place. Hier ist noch weitere Zettel. A note of ambition. Ambition. Okay, irgendwas mit der Erde und den Familien. Okay, die Blueprints, die blaue Zeichnung vom Turm wurden gestohlen. So, mit Clothes. Ja. Schön, schön. Ich frage mich, wofür wir dann später den Wassereimer brauchen. Den wir die ganze Zeit mit uns umschleppen. Wahrscheinlich oben irgendwo auf der Spitze im Finale brauchen wir dann den. Den Eimerwasser. Okay, hochklettern können wir hier nicht, oder? Warum sollten wir hier jetzt eine Treppe? So, hier gibt es eine Wendetreppe. Die müssen wir mitnehmen. Die brauchen wir wahrscheinlich gleich wieder zum Bauen. Um eine Brücke weiter fertig zu bauen. So, Wendetreppe hinauf. Alles hier hölzern. Hölzern gebaut. Dann bauen wir die Wendetreppe weiter nach oben. Aber jetzt bauen wir selber am Turm weiter. Wir sind ja jetzt auf dem großen Turm hier. Wir bauen hier direkt eine Treppen hoch und so. Und selbst sind wir direkt beteiligt am Bau. Ich meine, wir sind ja scheinbar sowieso der Einzige, der das noch baut, aber das machen wir safe im Spiel. Direkt im Spiel mal. Die Weiterbauung. Okay. This place really is beautiful, even with the dust storms. It's aber ziemlich hoch hier. Ist der denn noch Luft kriegt? I've been working on that tower my whole life and never once stopped to appreciate what we'd spent our lives building. We only looked up to the clouds, hoping we'd someday reach them so we could prolong our lives. But now that everyone's gone, I know any attempt I might make at accomplishing that would be futile. Rather than spending the rest of my life building a tower, maybe it's time I took a break. It's been a long time, but I think I'm finally done. Nein, nicht. Ich denke mir schon, was er machen will. Nein, mach das nicht. Mach nicht das, woran ich gerade denke, was du machen würdest. Oh, es regnet. Oh, thanks for playing. Press any key to return to menu. Ja. Thanks for making this game. Würde ich mal sagen. Wie immer. Ja, das war ein relativ kurzes Spiel. Hat es letztendlich nicht vom Turm gestürzt, was ich erwartet hätte. Weil er gerade gesagt hat, ich bin fertig damit. Ja. Und wozu haben wir jetzt einen Wassereimer gebraucht? Was war genau die Funktion des Wassereimers jetzt? Was haben wir da jetzt verpasst vielleicht? Ja. Zurück zum Menü. Das ist wahrscheinlich hier das Horror-Game von dem Moni geredet hat. Cloud Climber. Achso, enjoying Cloud Climber. Here to check up my other game. Paper Smile.
ist das andere Spiel. Papers, Mario. Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt Bock habe, auf Horror. Können wir uns vielleicht mal merken. Paper Smile. Ja, ein wundervolles Game. Es ist halt so ein böses Ende. Deine Familie hat ihn ihr ganzes Leben vergeudet. LOL, gezeichnet Gott. Ja, ja, sehr schönes Game, kann man mal spielen, das geht nicht lange, kann man sich mal zwischendurch geben. Wundervoll, mir hat es sehr gefallen. Da habe ich nach oben natürlich auch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und schaut auf Twitch vorbei, da streame ich das öfteren. Und ja, ansonsten habt ihr noch einen tollen Tag und man sieht sich. Bis dann und ciao.